Hallo, ihr lustigen Sternfahrer da draußen und herzlich willkommen hier zurück, kurz vor der Basis von Vault in Mass Effect Andromeda. Ich bin nur deswegen gerade eben nochmal hier am Laufen, weil ich mir gerade eben nochmal Munition geholt habe und ich habe mich daran erinnert, dass wir da hinten ja nochmal ein Munitionsdepot hatten. Und jetzt sind wir wieder ausgestattet und können hier dieses Konsolenteil benutzen. Los geht's! Wir sind drin. Gehen wir an die Arbeit. Okidoki. Die haben sich ja wirklich den lauschigsten Platz ausgesucht, den man sich vorstellen kann. Einen besseren natürlichen Schutz als vor Eiseskälte gibt es nicht, als eine Höhle, die tief in der Erde drin ist. Da ist zwar auch nicht besonders warm, aber es wird definitiv wärmer sein als draußen. Dass die uns noch nicht sehen. Gegner vor uns! Jetzt haben sie uns gesehen. So, hat sich ausgeknurrt. Der Wagen, ey. So, der ist erledigt. Leider ist die Granate dadurch jetzt schon wieder weg, aber der hat eine gute Position gehabt. Ich sah mich gerade eben dazu genötigt, diese Granate zu nutzen. Vor allem, also ganz mit diesen Heizstrahlern da drin durfte es in der Höhle eigentlich auf Dauer bockwarm werden. Hier gibt es wieder Heilung, dafür wird es nachher wieder fehlen. Wir sind nicht allein. Warum schießt du denn da hinten? Ballert dir einfach in die Wand kaputt. So, nochmal eine Granate. Schon wieder Heilung. Also, heute sind sie aber spendabel. Die Gruppen sind bis jetzt hier auch eher überschaubar. Also, wieder draußen. Au! Obergriff! Auch der ist weg. Wieder sichere Das scheint ein gesichertes Lagergebäude der Cat zu sein. Ach, der echt? Eingang ist durch eine Verteidigungsmatrix abgeriegelt. Verdammt. Was immer sie beschützen, es muss wichtig sein. Wir sollten diese Verteidigungsmatrix finden und ausschalten. Boah, bin ich voll dafür zu haben. Die ein... Moment, will ich mal gucken. Verteidigungsmatrix wird mir jetzt nicht gesondert. Die Satzzentrale liegt direkt vor uns. Ich weiß, es ist bereits ziemlich kalt, aber ich will, dass sie jetzt ganz besonders eiskalt vorgehen. Okay, der war jetzt nicht so cool, wie du dachtest, mein Freund. Pathfinder, ich empfehle den Primärturm als Ziel. Er scheint der Kern der Basis zu sein. Boah, was ist denn da gerade geruckelt? Erledigt. Munition, danke schön. Oh oh. Er schon wieder. Meine Güte! Oh, hi! Da wollte er gerade hochklettern, nichts da. Wow, fuck! Ausgezeichnet gemacht! Ihr steht beide vor dem rum und der. Warum lebt er länger als 2 Sekunden? Oh.
So, was finden wir jetzt hier? Keine Ahnung. Ein bisschen Heilung. Da kann ich noch nicht rein. Irgendetwas fehlt hier noch. Ich muss die Verteidigungsmatrix jetzt finden. Die wird irgendwo da drüben sein. Ja. Ping, ping. Ein Sicherheitsterminal hat den Zugang zu dem Kernturm abgeriegelt. Es wird von einem Kraftwerk geschützt. Ich habe die Position der drei Kerngeneratoren markiert, die das Kraftwerk mit Energie versorgen. Durch die Aktivierung sämtlicher Generatoren können Sie das Sicherheitsterminal abschalten. Cool. Das haben wir doch schon mal gemacht. Auf dieser anderen Basis. Das hat da schon nicht super funktioniert. Oh Mann. Oh. Lade Munition nach! Hey! So brennt es. Ja, bestimmt. Hier draußen. Ein Generator erledigt. Das andere Generator irgendwie 50 Meter in der Richtung. Hole ich mir jetzt einfach ziemlich direkt. Keine Umschweife hier. Zwei Generatoren erledigt. Einer noch. Ja, ja, ja. Au. Spannen die Schilde. Und der letzte. Denkt ihr, ich kämpfe mich jetzt hier gegen endlos Respawn die ganze durch? Alle Generatoren wurden deaktiviert. Ich habe die Koordinaten des Sicherheitsterminals markiert. Zerstören Sie es, um Zutritt zu dem Kettturm zu erhalten. Ah, ich muss es von da oben machen. Looten, danke. Und gleich sind wir da. Sabotage! Das Sicherheitsterminal ist zerstört. Fertig. Zum Turm! Was? Was hat er hinter mir? Kam der denn her? Wisst ihr, das Sicherheitsnetzwerk ist deaktiviert und dann geht der Kampf erst richtig los. Sehr witzig. Level up. Ich glaube, wir haben schon wieder irgendwie zwei Level ups auf Kante. Das ist ein Geschütz. Aha. Da ist ein Behälter. Kettdichtmittel. Oder Dichtemittel. Haben wir es jetzt? Scheinbar haben wir es. Jetzt möchte ich allerdings dann doch hergehen und mir nochmal ein bisschen Munition organisieren, weil so gehe ich nicht weiter. Das macht ja gar keinen Sinn. Da kann ich, glaube ich, immer noch nicht rein. Da hat's Munition. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, komme ich da oben vielleicht rein? Ich würde dem Spieler sowas zutrauen. Nee. Auch. Geht nicht. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Was ist denn bitte schon der Normalwert? Die Ausdrucksweise ist es auch nicht unbedingt besonders genau.
Halt. Zerlegen. Ich lasse nichts zurück. So, jetzt müssen wir wieder drüben noch weiter reinkommen. Ich glaube, dafür müsste ich fast da lang, ne? Das ist eine Kettverteidigungsmatrix. Ihre Zerstörung deaktiviert sämtliche Wachgeschütze und schaltet den Zugang zu den gesicherten Lagergebäuden frei. Das erzählt mir echt fantastische Dinge. Gerade die Wand durchgeschossen. Gut gezielt, sagt sie, und schießt doch auf den Toten weiter, der gar nicht mehr da ist. So, jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Invictus. Ne? Das letzte Mal sind wir auch wo reingesprungen. Hoffen wir, dass sie das aufhält. Er sagt genau dasselbe wie beim letzten Mal. Oh. Der sagt genau denselben Spruch wie beim letzten Mal. Oh, sind schon welche. Egal, hier könnte ich natürlich erstmal noch looten. Und hier gibt es auch noch jede Menge Medical Supplies, falls nötig. Deckung hast du da ausgesucht. Okay. Ach, hier geht's rechts rum. Ich habe jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es hier links rum geht, warum auch immer. Überreste? Also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich hier gerade eben zum Glück keine Bugs. Nicht so wie die andere Cat-Festung auf EOS. Entweder gab es einen Patch oder hier ist es einfach von Anfang an nicht so verbuggt. Dafür hat Vault halt auf anderer Ebene einfach sehr, sehr einfallslose Quests. Was ich sehr, 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 ich kann gar nicht sagen, wie sehr schade finde. Das ist keine offizielle Tür. Na dann. Pathfinder. Anscheinend hat jede Hangar-Plattform ein automatisiertes Betankungssystem. Wenn Sie Zugriff auf die Steuerung haben, kann ich das System überlasten. Ja, dann fangen wir halt an und bedienen das nächste hier kaputt. Verdammt, die Steuerung ist gesperrt. Pathfinder, ich habe mehrere Override-Terminals in der Nähe lokalisiert. Ja, ja. Ich override. Ich mache jetzt halt einfach mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass es jetzt hier auch noch so ein Try-and-Error-System wird zum Drumraten und so Bullshit. Na also. Ach, hau ab, ey! Der guckt. Reichweite zu gering! Ja, dann komm ich halt auch mal dazu. Komischer Typ, ey. So, wir overriden jetzt das da. Machen das ja kaputt. Boom. Habe ich dem gerade eben in den Blöden geschossen? Nein, bestimmt nicht. Das ist ein Alien, der hat das dann. Ausgezeichnet gezielt. Okay, komm. Was soll der Geiz? Oh, hey du! Eine Metzger!
Ja, geil, Heilung. Ja! Ich mach's kaputt, auch wenn ihr auf mich schießt. Das ist mir alles scheißegal. Bäm! Alle Gegner am Boden. Pathfinder, die Steuerung zur Abschaltung der Kettbasis befindet sich in der Spitze des Turms im Zenit-Beobachtungsraum. Es gibt einen Aufzug in der Nähe, den Sie benutzen können. Bah! Sag mal, was hält denn der aus, ey? Ich hab grad sowas von in die Fresse gehauen. Ach Gott. Nein! Ach komm, jetzt ist der plötzlich einfach da und killt mich, wisst ihr? Ja, ganz großartig. Diese I-Win-Button-Kills. Man kann nichts dagegen machen. Ihr seid full life, der killt euch. Wenn er euch so kriegt, ihr seid tot. Völlig egal was. Das ist so scheiße, ey. Das ist einfach nur scheiße. Das habe ich beim anderen Invictus auch schon erlebt. Vor allem, weil wir jetzt den ganzen Mist nochmal machen dürfen. Wisst ihr, das ist einfach nur sinnlos. So, der beamt sich zu euch her. Ich hab's in dem Augenblick erst nicht gerafft. Und er hat euch sofort... Ich hatte keine Chance, dem zu entkommen. Anscheinend hat jede Hangar-Plattform ein automatisiertes Betankungssystem. Ja. Und wenn sie Zugriff auf die Steuerung haben, kann ich das System verlassen. So. Einmal, zweimal, dreimal. Fertig. Verdammt! Die Steuerung ist gesperrt. Pathfinder. Ich habe mehrere Override-Terminals in der Nähe lokalisiert. Ja, ja, ich override. Eins. Ja. Dich wollte ich nicht abknallen. Au, au! Override ich halt hier. Das ist jetzt auch nicht wählerisch. Ach Mann, ey. Hau ich natürlich so daneben ohne Ende. Ja. Jetzt gehen wir wieder drauf. Scheiße. Ach komm, ey. Das lief beim ersten Mal so gut. Und jetzt rege ich mich auf, weil es einfach unfair war. Und dann machst du Fehler. Das ist einfach nur Frusten. Das war einfach nur Pech beim ersten Mal. Wisst ihr, wir kamen so gut durch. Und jetzt will ich es einfach erzwingen. Und das geht natürlich nicht. Anscheinend hat jede Hangar-Plattform ein automatisiertes Betankungssystem. Wenn Sie Zugriff auf die Steuerung haben, kann ich das System verlassen. Mal halten die inzwischen mehr aus. So, erwischt. Verdammt! Die Steuerung ist gesperrt. Ja, ja. Ich habe mehrere Override-Terminals in der Nähe lokalisiert. Übrigens der nächste Bug, ne? Wir haben die Kampfmusik nicht mehr, die das so spannend macht. Wenn das Gefühl gibt, dass man hier was echt Wichtiges tut. Oh! Haut ab, ey! Was? Ach so. Ich kann gerade nicht schießen. Ich weiß nicht, warum. Ach jetzt, Mann! Erstmal kurz mal warten, bis die Schilde wieder da sind. Ihr seht, ich treffe auch gerade eben nichts mehr. Ich bin gerade eben wirklich innerlich sehr aufgeregt. Nicht von, oh, wie spannend das alles hier gerade eben ist, sondern eher so, was hier gerade eben schiefgegangen ist, voll nervig, ey. Ich meine, ich wusste ja schon, dass es auch in Richtung Invictus gehen würde, aber, dass der halt plötzlich da ist und in mich reinspawnt, fand ich halt jetzt wirklich sehr lame. So. Ja, ja. Ob ich es nicht bemerkt hätte, dass wir da Cat haben. Greif ich mal in die Trickkiste. Wow! Ja, ist klar!
Tschüss. Komm raus. Oh, Whack-a-Mole, ne? Oder Whack-a-Cat. Gut gespielt. Erledigt. Und noch ein von den Scheiß teilen. Und bumm. Alle Gegner am Boden. Pathfinder. Die Steuerung zur Abschaltung der Cap-Basis befindet sich in der Spitze des Turms, im Zenit des Oberraums. Es gibt einen Aufzug in der Nähe, den Sie benutzen können. Boah, warum treffe ich das Scheißteil denn gerade nicht? Nervt gerade. Und zwar schwer. Ich hole mir jetzt mal kurz mal Heilung hier, das geht so nicht weiter. Oh, ich war gerade geheilt. Schön. Wo ist der blöde Invictus? Ah, ich muss raus! Jetzt killt er mich sofort wieder instant. Und... Raus, 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 raus und weg! Tot. Der Prefekt ist erledigt. Wir haben es geschafft. Sag doch, im Grunde ist es total einfach, wenn er jetzt nicht gerade dir ins Gesicht spawnt. Meine Fresse. So. Da hat sie immer noch welche. Ich loot jetzt erstmal. Das habe ich mir verdient. Okay. Ich nehme die Legierungen auch mit. Habe ich kein Problem mit. Darf ich jetzt alles kaputt machen? Yeah! Wieder ein Aufzug, wie beim letzten Mal. Der nicht mal wirklich fährt, sondern uns wohin beamt. Level Design aus der Hölle 90er Jahre. Jede Menge Bonus-Loot. Bin ich hier in World of Warcraft gelandet oder was? Verdammt, was für ein Ausblick. Ja, theoretisch, wenn es nicht so neblig wäre. Oder schneenebelig, also eher so Schneeverwehungen sind das ja, ne? Und... Bumm. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Wieder genau dasselbe gesagt, wie ich neulich schon mal. Nexus-Grenzwerte 5 freigeschaltet. Sie haben einen Kryo-Kapselpunkt erhalten. Alles klar. Ja, und jetzt müssen wir wieder zurück. Raus. Ja, also wie gesagt, wenn es nicht buggy wäre, wäre es richtig geil zu spielen, Leute. Also ich meine, klar, das eine war Pech, dass er mich reingespawnt ist. Das war absolut. Hoffen wir, dass sie das aufhält. Du bist jetzt schon hier. Okay. Wir haben monatelang versucht, den Laden einzunehmen und bei Ihnen sieht es so einfach aus. Weil ihr Kacknub seid. Durch die Zerstörung Ihrer Einsatzzentrale und der zugehörigen Systeme ist der Rest der Cat jetzt angreifbar. Erinnern Sie sich an Jani Eek? Der Schild dort ist ausgefallen. Die gefrorene Stadt? Ja, gut gemacht. Das ist die ideale Gelegenheit für einen letzten Vorstoß, denn noch herrscht Chaos und Sie sind beschäftigt. Ja, nie ik. Bleibe hier und kämpfe. Erzählen Sie mir etwas über diese alte Stadt. Es heißt, sie sei nach dem Angriff der Geißel verlassen worden. Dann kam die Kälte und sie war im Eis gefangen. Die Cat erfuhren, dass wir sie untersuchten und nahmen sie ein. Sie glauben, sie können dort Geheimnisse der Relikte abgreifen. Hoffentlich haben sie nicht schon alles zerstört. Ja, ich bleibe hier und kämpfe. Ich kümmere mich darum. Ich werde bis dahin zusehen, ob ich hier irgendwas finde. Seien Sie vorsichtig, Ryder.
Alles klar. Wir haben nochmal ein Level Up. Den dritten jetzt, glaube ich, in Folge. Wird mal wieder... Warte mal, da vorne ist noch... Da vorne ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Moment mal. Da ist irgendwas. Die Eishöhle erkunden. Sag mal... Moment, ich muss mal auf der Karte gucken. Wo bin ich? Wo bin ich? Hilfe. Hallo. Da. Ja, was ist das? Das ist irgendwie eine Quest am Laufen. Die Eishöhle erkunden. Ja, was mache ich jetzt mit dieser tollen Eishöhle? Irgendwo hier muss eine Eishöhle sein. Kann ich jetzt eigentlich hier rein? Nö, immer noch nicht. Pure Zierde. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ja, also erstmal leveln wir jetzt mal ganz kurz aus. Wir haben hier wieder 16 Punkte, von denen ich nicht weiß, wo ich sie hinstecken soll. Biotik. Ja, wir bleiben jetzt hier bei der Offensivbiotik. Die kann ich jetzt hier einfach mal so vollständig ausbauen. Jetzt haben wir immer noch 5 Punkte. Ziehen will ich nicht machen. Gegenschlag, Auslöschung, Eindämmung. Mehr Effektdauer. Ich guck mal, was das jetzt hier tut. 15% Biotikstärke. Biotikwiederherstellungsverteidigung. Ja. Und das hier. Biotikwirkungsbereichradius. Keine Ahnung, was es in dem Fall jetzt halt bei der Defensive zu bedeuten hat, aber wir nehmen es jetzt halt einfach mal. So, Jal hat auch jetzt 6 Punkte wieder. Racheangriff. Ne, ich glaube, ich gebe ihm jetzt hier erstmal den Rebellensoldat. Mal gucken, will ich ihm das hier geben? Schaden über Zeit, 22. Energieschadenreduktion, minus 20%. Waffenschaden, Kräfteschaden. Ich glaube, ich gebe ihm wirklich das da. Bestätigen. Und Vetra natürlich ebenfalls. Ich glaube, der gebe ich jetzt mal den Betäubungsschuss. Ich lese gar nicht erst. Ich gebe es ihr einfach. Sie muss es eh automatisch einsetzen. Ist ja nicht so, dass ich das einsetzen könnte. Da geht es schon gut runter, ne? Wo ist das jetzt? Ist die Eishöhle. Ist das nicht diese Scheißhöhle, aus der wir gerade eben kamen? Würde ich schon sagen. Kontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Hä? Das muss doch diese Höhle hier sein. Und jetzt? Nee, wird hinter mir angezeigt. Auf derselben Ebene. Verstehe ich nicht. Auf derselben Höhe. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Also, das soll jetzt mal wieder einer verstehen. Ich renne jetzt mal hier nochmal durch und gucke, ob ich jetzt hier nicht irgendwo was finde. Aber ich sehe jetzt ja auch nicht irgendwo eine Abzweigung oder so. Nein, das finde ich nicht. Das ist genau dasselbe, wo wir schon mal durchgelaufen sind. Da hinten steht irgendwo unser Auto. Oder Moment. Vielleicht kommt die Eishöhle ja jetzt dann doch noch. Hier vielleicht. Nee. Hier war nur ein bisschen Iridium. Dann, ja.
gucken wir weiter und versuchen, meine Verwirrung ein bisschen aus dem Weg zu räumen, ne? Also irgendwo hier muss es diese Eishöhle sein. Es scheint ja nicht diese hier zu sein. Auch wenn das einleuchten würde. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ja, ja. Ich kann mich hier nochmal aufwärmen. Umweltkontrolle. Nochmal gucken. Jetzt bin ich hier. Aber das Problem ist, die Höhle soll ja hier sein. Hä? Das ist mir unverständlich. Ohne Witz. Was steht denn im Log drin zu dem Ding jetzt hier? Erkunden die Geschichte Angara auf dem Eismann. Die Eishöhle erkunden. Ja, Gott, mein Gott. Wenn es sein muss. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Dann gehen wir halt nochmal da hoch. Bloß, dass wir jetzt halt leider nicht fahren können. Wir wissen ja warum. Hoppala. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr enttäuscht bin von den Spielen, vor allem von den vermeintlichen AAA-Titeln. Wobei ich jetzt ein anderes Spiel da jetzt nicht unbedingt als AAA-Titel bezeichnen würde, obwohl es die entsprechende Präsentation bekommen hatte. Ich rede von einem anderen Weltraumspiel im Warhammer 40.000 Universum, dessen Namen ich jetzt hier an der Stelle einfach mal nicht nenne. Ja, also gerade die Weltraumspiele sind in letzter Zeit ein bisschen enttäuschend ausgefallen, ne? Also so insgesamt. Da ist einfach, die sind nicht mehr rund. Das finde ich mehr als traurig. Das ist einfach nur beschissen. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Wisst ihr, als ob er mit minus 30 Grad Celsius mit seinem Kampfanzug frieren würde. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Ich habe bei minus 30 Grad Celsius im Winter schon Zeitungssonntags morgens um 4 ausgetragen. Da ziehst du dich halt warm an mit 2-3 Schichten und dann überstehst du das auch easygoing und brauchst kein Lebenserhaltungssystem. Wo ist jetzt hier diese scheiß Angara-Höhle? Nein. Ist die wirklich unter mir? Nee. Wo soll denn die sein, laut Karte? Ich meine, ich bin ja jetzt wieder hier. Muss ich die vielleicht erstmal... mal scannen. Das ist... Okay, ich dachte schon ganz kurz, das wäre der Eingang oder sowas in der Art und Weise. Das ist natürlich auch super peinlich gewesen. Ich registriere einen Temperaturabfall. Wo wir gerade von Abfall reden. Oh mein, oder muss ich jetzt hier lang? Tendenziell auch nicht. Also wenn ich es jetzt nicht finde, Leute, dann ist es mir langsam aber sicher auch ein bisschen egal. Wenn ihr sie dann gefunden haben solltet, ihr könnt es mir dann... Knack, was? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Naja, so wie es aussieht, ist die Höhle da quasi einfach der Abgrund. Also ich... Ernsthaft, hier hat es jetzt noch Gegner? Wollt ihr mich verarschen? Wie kann es jetzt hier noch Gegner geben? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Tja, jetzt bekomme ich wohl alle 2 Sekunden eine Statusmeldung. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ach, das Ding hat... Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%.
Das ist das, was ich meine mit, das darf eigentlich nicht sein. Wir haben diese Basis hier erobert und es gibt einen Respawn dieser komischen Teile. Was ist das denn jetzt hier? Jede Menge Konsolen. Falls die Catlogs angelegt haben, könnten wir sie möglicherweise von hier aus abrufen. Sobald wir Zugriff haben, kann ich eine Suche nach den relevanten Daten durchführen. Was? Ich kann hier noch nach relevanten Daten jetzt suchen? Was zur Hölle? Aber ich habe doch gar keine Mission mehr hier, oder? Hä? Ich registriere einen Temperaturabfall. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Ja, ja. Ich glaube, ich kann einfach die Klappe halten. Sam übernimmt das mit der Moderation schon, ne? Ich muss nur die ganze Zeit in der Kälte rumlaufen, wieder weg. Dann ist pausenlos jemand, der labert. Da komme ich nicht durch. Ist das jetzt hier diese... Ist das jetzt hier diese Eishöhle? Auf jeden Fall kommt... Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Nö, das ist nicht die Eishöhle. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Das hier kann ich nicht bedienen. Ist das hier vielleicht die Eishöhle? Nein, wird es auch nicht sein. Das hier benutzen? Nee, auch nicht. Wo? Also, wie gesagt, ich geb's auf. Ich habe keine Ahnung, wo diese Höhle sein soll. Kein Plan. Lebenserhaltung ist wieder online. Ich habe auch keine Lust mehr. Was ist das hier? Die Cat-Basis. Wie gesagt, nee, warte mal, hä? Nee, warte mal, da muss ich jetzt hin. Ach, ah Gott, jetzt habe ich es kapiert. Ich dachte die ganze Zeit, ich laufe immer so. Nee, ja. Murp mal wieder. Edit's best. Ist richtig schon verkackt. Und das hier kann ich jetzt natürlich nicht anreisen, weil ich da noch nicht war. Gut, dann nehmen wir jetzt hier diese Abkürzung. Oh, ich dachte, das wäre so eine kleine Map aus irgendeinem komischen Grund, dass dieser Pfad sozusagen der Pfad durch die Höhle ist. Das ist Techix. Zumindest laut meiner Karte. Aber es ist natürlich immer noch die Planetenkarte. Ja, wir fahren jetzt hier einfach mal da drüber, da durch. Und das machen wir noch in dieser Folge. Ich registriere einen Temperaturabfall. Gut, zugegebenermaßen, da war ich jetzt selber dran schuld, aber das war ein bisschen unglücklich gestaltet. Habe ich total verpeilt. Trotzdem. Die anderen Sachen bleiben halt trotzdem bestehen, die Probleme, die ich angesprochen habe. Da lässt halt alles überall ständig irgendwie ein Geschmäckle. Hat das schlampig gemacht, stellenweise. Gut, gerade eben war ich auch schlampig. Eigentlich kann ich da jetzt gerade mich gar nicht so sehr beschweren. Ich mach's trotzdem. Ich verlange kein Geld dafür, dass ihr das guckt. Im Gegensatz zu den Spieleherstellern, ne? Ich möchte jetzt im Moment. Als allererstes ist mir das ja noch sicher, dann habe ich ja noch diesen Abkürzungspunkt. Die sollten kein Problem sein, wenn sie sich nicht mehr hinter ihren Schilden verstecken können. Das hoffe ich doch sehr. Die Ausgrabungsstätte, aber wir holen uns erstmal den. Safe Point da drüben, beziehungsweise der sorgt ja auch dafür, dass wir eine höhere Lebens... wie heißt's? Wir werden es gleich lesen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Sweet. Und... In der Lebensfähigkeit. Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Noch. Bis ich hier wegfahre. Sie haben also Ihr gesamtes Leben unter der Knute der Cat verbracht?
Ich weiß gar nicht genau, was eine Knute ist. Ja, zugegebenermaßen, so exakt, was eine Knute ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber umgangssprachlich verstehen wir es ja trotzdem. Aber Jar nicht, der hat keine Ahnung, was das sein soll. Okay, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Beim nächsten Mal gehen wir da rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss und Ade.